Junge! Oh, Junge! Peinlich einfach. Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem arschgeilen Video. Wir sind mal wieder an einem Punkt angelangt, wo uns nichts Besseres einfällt, als sich Videos von anderen Leuten anzuschauen. Genau das, was Simon Unge mittlerweile seit 3 Jahren erfolgreich macht. Content stehlen. Jetzt kommt alles raus. Da meine Lache nicht die angenehmste ist, hier ein kurzes Preview. Habe ich mir wieder diesen Lachsack von der Valve mit dabei genommen und wir schauen uns heute Montefels an. Stimmt's nicht, Lukas? Stimmt. Perfekt, fangen wir direkt an mit dem ersten Video, meine Freunde. Oh, der vierte Teil jetzt. Ah, ich bin's, Tim. Ich bin Der Satz des Hurensohn Pythagoras habe ich nie wieder gebraucht. Den Satz des Hurensohn Pythagoras. Mann, kennt ihn. Habe ich nie wieder gebraucht. Und ich weiß nicht mal mehr, wie der funktioniert, Digga. A Quadrat plus C Quadrat ist gleich Hurensohn Quadrat, würde ich sagen. Digga, also ich finde, da, also Monte hat ja so eine Art Bildungsauftrag, ne? Er hat erfüllt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau das ist das, genau diese Message braucht es an Kids, weißt du? Ah ja. Oh. Digga. Monte? Ja. Ja, mhm. Ist, glaube ich, entweder ist heiß oder schmeckt... Ich glaube, er ist heiß, Digga. Digga, ganz ehrlich, wieso spuckt man da nicht einfach aus? Digga, kannst du keine Überspuck. Pizza, kannst du nicht ausspucken, Junge. Ja, das wird ja gegessen. Du hast schon, ja, Digga, ja, okay. Junge. Digga, dieser Name war anders heiß unten. Das ist immer hier. Sprachenlernen. Ganz ehrlich, Junge. Nice. Ja, bitte. Wieso schneit's eigentlich bei Monte die ganze Zeit im Stream? Siehst du das? Ja, mach mal an. Lol. Oh Gott. Wer schreibt hier ja? Alles dumme. Ich frage euch nie wieder. Ihr habt alle keine Ahnung. Ihr habt alle gerade meine Oma gedisrespected. Alle habt ihr meine Oma gerade gedisrespected. Zweimal umgefallen! Da ist auch jemand sauer. Hör mal kurz, bitte einmal. Es ist Anna, oder? Ja, ja. Was macht der? Hä? Verpiss dich. Hast du gehört? Oh, Bro, Alter. Oh, da wollte er direkt zurückboxen. Da wollte er direkt zurückschlagen. Ja, so ein Ding, Monte. So nicht. Es gibt natürlich auch schöne Frauen im Fitnessstudio. Oh, aber diese 0815 Fitness... Mhm. Ja. Und ihre... diese 0815 Fitness... Ja. Immer bloß so machen, dass es jeder sieht. Immer diesen hier. Oh ja, oh, guck mal, mein Digga, Arsch. Jeder kennt oh, ich sie, mach ne? Hier 2 Kilo Übung. Alle gucken. Weiß ich jetzt nicht, in welchem Fitnessstudio du bist, Bro, aber ich fühl's. Oh, oh Gott, Junge. Junge. Ich hab gedacht, mein Stuhl wäre hinter mir gewesen. Digga. Alter. Moin, ist mir doch noch nie. In 7 Jahren Stream ist mir das noch nie passiert. Peinliche Nummer. Ja, jetzt wieder. Also ich hab das Trimax. 3 Monate gar nicht gezockt. Keinen Bock mehr auf Bau und Editieren. Machst doch sowieso nicht. Nur. Digga. Digga. Oh. Und Valorant. Fand ich wieder geil. Valorant. Digga, wenn du mir heute Abend ein paar News rüber schickst und damit einverstanden bist, sag einfach nichts. Vielleicht sind die Kopfhörer nicht drin. Ich muss mal ganz kurz. Das hat gut funktioniert, Monte. Ja, ärgerlich, Digga. Siehst du die beiden als Paar, Lukas? Sei mal ehrlich. Boah, Digga, ich sag dir ehrlich, ich verfolge das null, ne? Ich hab gar keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich würde es einfach wünschen. Ich würde einfach wünschen, dass die beide jetzt instant schwanger werden und direkt 4 Kinder bekommen, die Digga. Die Kinder war doch die mal mit André zusammen wurde, nicht? Genau, richtig. Ich versuch's vielleicht nochmal. Alle schreiben rein, RIP. Und Digga. Regina, falls du. Hallo. Hallo. Sehr smart, der Bro. Sehr smart, Digga. Ich wollte gerade nächsten raushauen. Wie heißt der Chat? Was ist das? Ich will mal kurz googeln. Oh nein, da ist wieder irgendwas im Browser, Digga. Ich seh's schon. Ja, ne, ich guck. Megan Fox News. Digga. Junge. Oh, Junge. Digga, das ist aber auch so. Das ist aber so typisch, dass. Das hat niemand gesagt. Oh, der riecht aber auch gut. Wenn ich jetzt noch eine hätte, Digga, dann hätte ich alles richtig gemacht. So sprühe ich mir das selber wieder auf Krampf aufs Handgelenk und mach den in der Dusche weinend. Mit Augen zu. Ja. Bro. Ja. Okay. Digga. Kannst du dir vorstellen, dass Monte sowas macht? Dass er allein unter der Dusche steht und...
Ja, schon. Nein, ich würde es mir nicht vorstellen, aber. Aber wenn, also stell es dir mal ganz kurz vor. Stell es dir mal ganz kurz vor. Ich werde es mir nicht vorstellen. Stell dir mal ganz kurz vor, wie er da steht. Und dann so tanzt. Er tanzt auch so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann ist, weiter, dann, Digga. Ist dieser, dann ist dieser Feine und nicht dieser Kleine mit zwei Eiern, der so hin und her schlackert. Weißt du, was ich meine, Digga? Nee. Oh, und geile Omi mit 2 Euro würde dich gern anpissen. Kuss. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Ganz egal. Mir egal, ich hab's gerade gesagt. Tschüss. Weg. 2 Wochen, tschüss. Big Mac weg. Tschüss. Jetzt Anika, kommt. Der nächste Schritt zwischen uns ist dann Nudes. Ja. Easy. Selbst wenn sie ihre Cosplay und sowas macht, sieht's immer noch sehr natürlich aus. Und auch schöne Achseln einfach. Digga, das ist so weird gewesen. Achseln, das war so weird. Voila. Über wen redet der? Monte denn? Hat über Annie the Duck gesagt, dass sie schöne Achseln hat, Digga. Ist das eine Aussage, die man so trifft? Findest du Achseln generell schön? Digga, welcher Mensch guckt denn auf Achseln? Ich schwöre, ich habe noch nie auf Achseln geguckt. Ruhe jetzt, wir gucken das Video. Warte, eine Frage noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, Digga. Ja. Achtest du bei Frauen auf Fingernägel? Nee, aber auf Achseln. Ich so ist nicht, ne? Halt die Schnauze. Nein, wirklich jetzt, ich finde Achseln ja, geil. Ja, okay. Achseln sind schön. Ja, ich auch. So nicht, also ganz glatt rasiert, so ein bisschen stoppeln, weißt ja, du, was ich meine? Digga, so 3-4 Zentimeter lang. Ich würde gerne das Video gucken. Digga. Knossi, Alter. Kannst du trinken, Digga. Bah, ist Junge. Digga. Boah, das hab ich gesehen, Digga, das hab ich gesehen. Ist egal, was stellt ihr euch so an? Oh, oh. Sehr stark, Bro. Sehr, sehr stark. Aber guck mal, er rekapituliert einfach. Und denkt sich so, was für eine dumme Aktion. Ja, ich hab den Gegner geholt. Aber er hat ja immer weiter weggeworfen, Digga. Das Ding ist, er hat immerhin den Gegner geholt. Das ist so eine Trimax-Aussage. Weißt du, Trimax fährt mit einem Panzer in ein Bombenfeld, springt sich selber und seine ganze Crew in die Luft. Aber der eine Gegner ist auch gestorben. Ist ein Win. Lösch dich. Oh, jetzt hier. Ja. Oh, Digga, Cluster, was war das? Keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht. Airstrike und Hellstorm in dem Spiel sind useless. Ah. In dem Moment jemand damit weggeholt. Perfekt, Bro. Nice one. Aber auf Real Talk für alle Warzone-Zocker, das ist echt. Ich, Digga, das ist so useless. Damit Kill zu machen, ist so. Selten, ne? Hä, Digga? Das ist, wenn er zu nah kommt, ne? Oder hat er die Wand getroffen? Ich glaube, er hat gegen also, den geworfen. Ah, oder Bro. Ist er quasi direkt vor dem explodiert. Pummelparty war so wild. Ich mit mir teleportieren, aber ich hab auch nie gezockt, Digga. Oh nein, Digga. Oh nein, Regina. Oh. Regina, nein. Regina, mach es. Ja, mach es, mach es. In. Komm, in. In, komm. Ja. Das war's komplett. Das war wirklich peinlich einfach. Ich habe keine Ahnung, welche Position ich hier gerade habe. Bonja, Digga. Das interessiert mich aber auch nicht. Oh, stark. Ja gut, aber so gewinnt man das Game, ne, sag ich mal. Der stirbt doch vom anderen. Oh, nice spray down. Munition! Oh, yo! No! Nein, niemals, Digga. Digga, er wurde durch, hä, ist doch durch die Ecke abgeaimt worden, oder? Ja, also, es war doch ein kompletter Wallbang. Ja, ja, war schon. Ja, aber trotzdem, es ist doch trotzdem möglich, da durchzubangen, oder nicht? Nein, Digga, also, kann wieder durchzubangen. Ja, durch die Wand. Ja, das geht nicht. Auf Fallschirm, okay. Digga, fühl dich hier, wo Bayern schreibt Bayern einfach B-E-J-E. Lösch dich, Digga. Bayern. Bayern. So, wir wollen ja die Klassen eigentlich. Ja, Digga, nice, nice, stark, Digga, stark. Aber ihr überspielt es wirklich so, dass, also man hat es gar nicht gemerkt, oder? Man hat es nicht gemerkt, Alter, kein bisschen, Bro, gar nicht. Einfach am Dach hängen. Digga, ist mir auch schon so. Darauf erstmal auch bewusst eine Goldkette kaufen. Und selbst geflasht. Oh. Sehr, sehr stark. Der arme, Alter, der arme. Der arme Junge. Big Mac, Clip. Big Mac. Dieser arme Junge. Das wundert mich auch überhaupt nicht. Also ja, ist ja auch in Ordnung. Du guckst ja safe meine Stories nicht. Was interessiert dich das? Doch, also, ich guck da schon ab und an rein. Und wenn es mich interessiert, bleibe ich auch dran. Aber wenn da jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so TikTok-Kram und so, dann muss ich halt los. Ach ja, TikTok macht aber Spaß. Er ist schon ein bisschen süß, oder? Guck mal, er ist schon ein bisschen süß. Siehst du das gerade, Lukas? Man sieht so an seinem Gesicht. Er ist so ein bisschen verliebt, ist er schon. Er ist so, ja. Er denkt gerade nach, was könnte ich jetzt Kluges sagen oder sowas. Ich weiß zum Beispiel, ein Video habe ich mir ganz oft von dir angeguckt, aber als du im Club, als du in dem Club, im Bootsclub diesen... Im Bootsclub. Was?
Ich glaube, ich weiß sogar, welchen Clip er meint. Ich meine sogar, dass wir Musikvideo, zusammen, ne? Zusammen, ja. Ja, wurde da ja, aber was denn? Oh, da hast du einmal den Arsch so geschwenkt. Oha. Da hast du so den Arsch gebootet und dann bist du so runter gebootet. Die Knie gegangen. Das war jetzt, also ich sag eben noch, er denkt darüber nach, was kann ich Kluges sagen? Da hast du den Arsch kurz gebootet und dann bist du in die Knie gegangen. Da hast du so mit den Arsch gebootet. Ich möchte eigentlich mit Monte in die Flirt-Class von Jeremy Fragrance gehen. Wenn es die gibt, wenn nicht, dann kommt die noch bald. Oha, hab ich mir da gedacht. Sagen, da habe ich mich selber gefühlt, Alter. Ja, das, du bist nicht die Einzige, die das in dem Moment gefühlt hat. Da kann ich mich nur anschließen. Die Einzige. Er auch, oder? Ja. Der, ist der arme. Der arme Junge. Der arme Kerl, Alter. Ja, kommt noch ein C4 oder so. Bro, diese Ecken. Oh, C4 gegen was? Da, komm, Regina, da kommt da einer. Ja. Hinter dir! Oh, Scheiße. Ach, Regina. Schwach, Digga, shit. Ach, Regina, also wirklich, das gibt keinen. Wenn ihr mal richtige Call of Duty-Kinder haben wollt, dann funktioniert das so nicht, Digga. Stell dir mal vor, die beiden adoptieren jetzt einfach Marcel Scorpion. Das ist für mich die Traumfamilie. Also, ich hätte auch noch Bock, ein bisschen in die Pimmelparty reinzugehen, Regina. Pummelparty heißt es. Hast du auch Lust auf Pimmel? Oh, Digga. Digga, er fühlt sich schon ein bisschen, ne? Aber ich glaube, die fühlt auch ein bisschen, oder? Kann ja, ich glaube, die fühlen beide. Ja. Ich wünsche mir einfach, dass die zwei wirklich glücklich werden, Mann. Was ist da los? Alles klar, Bro. Booyaka, booyaka! Bro. Booyaka, booyaka! Ja, so Clips werden wir jetzt demnächst nicht mehr sehen. Dank GEMA auf Twitch. Grüße geht raus. Ja, Leute, das waren einige sehr starke Flirtversuche von Montana Black und auch eine Menge absolut arschgeile Gameplays, die wir hier gesehen haben. Wenn ihr davon keinen zweiten Teil... Ach, haltet alle die Fresse. Ciao.